Servus Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Let's Learn Zerg, euer Brandy hier. In der letzten Folge haben wir quasi unser Debüt gegeben und das lief ganz gut, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und ja, jetzt geht's darum, unseren Gegner das nochmal einfach zu zeigen, was wir drauf haben. So, jetzt mal erstmal hier ein bisschen meine Kopfhörer leiser. Muss nicht so laut sein. So, ich habe jetzt weitergeschaut bei Orko. Ich bin mittlerweile bei Episode bzw. Klasse 3. Also ich habe quasi die ersten zwei Klassen durchgeschaut und bin halt auch mit der dritten Klasse schon im zweiten Lernstep. Das heißt, die dritte Klasse dürfte dann auch bald erledigt sein. So, wir schauen mal, wir versuchen mal zumindest sowas zu machen, ein bisschen außen rum zu kommen. Und Hauptsache ist, Makro läuft. Also wir machen jetzt nichts Besonderes, so wie es uns der Orko beibringt. Und wir halten uns einfach auch daran, dass wir eben Safety First machen und das heißt für uns Zerg Makro. Spielen auch safe, wie sich's für einen Zerg gehört. Wir haben einen Toss als Gegner, der wahrscheinlich cheesen will, wenn ich Pech habe, so wie die letzten 22 Millionen anderen Zerglinge. Okay, er macht nichts. Beziehungsweise er setzt gleich einen Pylon. Da würde ich meine rechte Hand drauf verwetten. So, ne. Oh. So, haben wir das auch noch gescoutet. Dann hat er auch gesehen, dass wir eine Hatch setzen. Habe ich nichts dagegen, aber ich spiele halt lieber Pool First, muss ich ehrlich gestehen. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen Scouting machen. Mal sehen, ob der was Böses baut. Ich habe so das Gefühl, dass er was Böses bauen könnte. Deswegen versuchen wir einfach, ja, so viel wie möglich von ihm zu sehen. Er hat eine Echse oder was? Das peile ich jetzt gerade nicht so ganz, aber anscheinend hat er eine. Aha. Ist mir jetzt was Neues? Oder haut er einfach nur hier unten gebaut? Warpknoten? Ne, er baut sich seine Echse auch tatsächlich. Hat er irgendwas in Base gebaut? Bin ich neugierig, muss ich ehrlich gestehen. Bauen wir lieber zwei OVs. Weil das quasi unser Suicide Overlord hier wird. So, ist die zweite Echse jetzt auch fertig. Nehmen wir die beiden, hauen wir sie runter. Queens, zack. Er hat tatsächlich nichts in seiner Mainbase gebaut, nur ein bisschen Gas. Verstecken wir mal unseren Overlord. Dann müssen wir ihn doch noch nicht verlieren. Crawler hierhin. Orko sagt, sobald unser Gegner eine zweite Base nimmt, brauchen wir eine dritte. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Muss man auch nicht verstehen, da ich ja die erste schon kaum saturieren konnte. Sagen wir es mal so, wie es ist. So, und jetzt haben wir zwei Queens hier wieder. Zack. Muss ich hier noch eine. So, die bauen wir hier nochmal hin. Da haben wir eine, die keyen wir dann gleich. Na los, bau mir. So, die beiden Queens können, denke ich mal. Aha. Okay, ja, kein Stress, habe ich jetzt nichts dagegen. So, und dann machen wir mal zack. Okay, komm. Nix Larven erschaffen, sondern mach mir mal hier die Dinger.
Ja, so. Zack. Sammelpunkte runtersetzen. Und wir nehmen uns die Watchtower. Zack, jetzt geht's aber erstmal darum, diese Basen zu saturieren. Muss ich ehrlich gestehen. Okay, machen wir die hier so. Haben wir noch nicht das Gas gebaut. Und dann bauen wir die ersten, die wir hier haben, noch nach unten. So, und eine Queen davon können wir schon mal runterversetzen. Wieso können wir nicht bauen? Naja, bauen wir sie erstmal hier hin. Wie, du hast nicht genug Energie? Die setzen wir mal auf 4. Haben wir hier genug Arbeiter? Nee, haben wir nicht. So, dann machen wir mal hier. Und saturieren jetzt erstmal hier die Basen komplett durch. Bauen währenddessen einen Roach Warren Evo Chambers. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ja, leg mal euren Saft ein. Zack, zack, zack. Zack. So, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob eins davon... Okay, haben wir hier das. Machen wir mal einen Crawler hier runter. So. Okay, dann bauen wir mal Roaches, beziehungsweise machen jetzt erstmal die Tech-Upgrades. Oh, was haben wir hier? Fehlen uns ganze 4 Linglein. So, und so bekommen wir natürlich auch genug Geld für alles. Und dann können wir natürlich auch damit weiterarbeiten. Sehr wohl clashen. Und sobald hier das leer fertig ist, können wir das da machen. Na, ist das leer dann bald fertig? Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Machen wir so. Haben wir auch genug Geld dafür? Machen wir den einen Spore-Crawler hier. Wir brauchen auf jeden Fall in jeder Base 2. Einfach weil ich Schiss habe vor Dark Templern. So, machen wir mal hier. Genau, okay. Und dann irgendwann, wenn wir dran denken, machen wir unseren Creep-Turm weiter. Das ist jetzt nicht unsere Priorität. Daran müssen wir denken. Wir phrasen das Ding dahin und bauen weiter Roaches. Alles klar, brauchen wir mehr Overlords. Haben aber genug Gas, das ist schon mal wichtig. Unser Gegner denkt noch nicht dran. Doch, tut er. Alles klar, haben wir ihn gut gepunished. So, sind wir mal frech und machen das da. Alles klar, jetzt müssen wir mal einen kleinen Scout wagen, ob der Gegner schon eine dritte Expo hat. Das ist jetzt wichtig, weil, wenn das so ist, müssen wir eine vierte nehmen. Und er hat eine. Okay, dann machen wir erstmal einen Angriff auf ihn. Und während des Angriffs nehmen wir eine vierte Expo. So wie wir es gelernt haben. So. Ja, lenk dich nur ab mit meinen Dingern da. So, machen wir mal ich fertig. Gar nicht so schlecht, die Force Fields. Muss man einfach sagen. Aber
viel hilft viel. Meine Injects habe ich komplett verpennt jetzt. In letzter Zeit. So, Hauptsache wir killen ihn. Naja, das war jetzt ganz blöd von ihm, aber naja, was auch sonst. So, brauchen wir jetzt auch 2-2. Alles klar, also langsam geht aber unser Geld wieder nach oben. Das heißt, wir brauchen ganz dringend eine Makro-Hedge. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Beziehungsweise wir machen das einfach mal so. Okay. Und weitere Roaches bauen. So, zack. Wir haben 4 Basen, wir müssen auf jeden Fall eine 4. Queen hinterschicken. Die Queen kann auf jeden Fall schon mal dahinter und das machen. So, und weiter Roaches pumpen. Haben ja das Geld und den Supply auch auf jeden Fall. Müssen auch darauf achten, aber dass unsere Ovis ein bisschen safer sind. So. Dann bauen wir mal hier. Zack. 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 Okay. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal genug. Alles klar. So, hat er uns einen Spire wieder hingehauen. Hat jetzt keinen Stress mit. So. Sind alle meine Roaches jetzt da? Setz ruhig deine Force Field. Lass mal uns nicht einkringeln. Gehen mal einfach außen rum. Schauen erstmal, ob er hier was hat. So, dann kann er machen, was er will. Und das war's für ihn eigentlich. Im Prinzip kann man schon sagen, war schon gar kein so schlechter Gegner. Aber wir haben schon wieder so viele Larven, sage ich mal, dass wir ihn einfach fressen. So. So einfach und schnell ging das. Dabei war der Gegner eigentlich echt gut, muss ich sagen. Beziehungsweise gefühlt einfach für den Fortschritt, den wir haben, erst den Lernfortschritt, war der schon nicht schlecht. Hat sogar schon eine 4. Base gehabt. Und ich glaube, das war schon ein echt gefährlicher Gegner, muss man sagen. Also, wir haben halt das Problem gehabt, dass wir, ja gut, hat er aber großartig getaggt, das weiß ich jetzt nicht, leider. Mal schauen. Hat auf jeden Fall richtig gut saturiert in der Base. Der Base war auch nicht schlecht saturiert. Da hat er sich auf jeden Fall nur das Gas genommen, das weiß ich. Ich konnte ehrlich gesagt auch nichts vorahnen. Also deswegen war das schon richtig gut gespielt von ihm. Okay, viele Gateways, um einfach abzuchecken, was so abläuft bei uns, so Robos. Templar Archive wollte also auf Storms gehen. Hat also auch getaggt. Auf jeden Fall war das ein Tag. Ja, richtig guter Gegner eigentlich. Der erste, den ich seit langem hatte, der so gut war. Also für mein Niveau meine ich jetzt richtig gut. Das war bestimmt aber auch. Also das ist kein gewöhnlicher Silberspieler gewesen, sage ich mal. Der war bestimmt was Höheres. Naja, gehen wir mal raus. Schauen wir uns mal sein Profil an. Und dann gehen wir auch direkt ins nächste Spiel rein. Gut, wir sind zwar nur Bronze, aber der Typ war bestimmt was Höheres. Naja, war mal Gold, zweimal. 10 Spiele, 9 Siege. Also der hat schon, spielt schon nicht schlecht. Hat halt direkt erstmal den ersten Loss von uns bekommen. Tut mir irgendwie leid für ihn, aber naja. Was soll's, ist mir Wayne. So, und damit sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Chosen.